Hallo und herzlich willkommen wieder zu RecoPlay. In unserer letzten Folge haben wir euch ja schon ein Eishockeyspiel vorgestellt fürs Master System. Heute nehmen wir uns mal einen Lizenztitel, kann man sagen, vor. Ja. Und zwar spielen wir heute NHL 96 für das Mega Drive. Wie man schon hier groß und breit sieht, ist das Spiel von Electronic Arts oder von EA Sports rausgebracht. Die haben wir euch ja schon in der Folge von FIFA International Soccer. Stimmt, genau. Da haben wir es euch ja auch schon ausführlich vorgestellt. Also das werden wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Wer ich glaube, genau, wenn wir ein paar Sportspiele haben, werden wir auch des Öfteren noch auf EA stoßen. Genau, also wer da noch ein paar Infos haben möchte, der kann sich gerne unsere International Soccer FIFA International Soccer Episode mal anhören, schauen, wie auch immer. Genau. Da gehen wir da ein bisschen drauf ein. Ja, produziert hat es die Firma Highscore Productions. Die gab es seit 1993, wurde dann irgendwann umbenannt in Highscore Entertainment. Mhm. Und ich konnte jetzt gar nicht rausfinden, so wirklich, ob es die Firma überhaupt noch gibt. Ich vermute mal nicht. Also die Informationen verlaufen sich da. Und ich habe auch nach 98, glaube ich, keinen richtigen Eintrag mehr gesehen. Keinen Titel mehr. Weiß ich jetzt nicht genau. Dass, die haben eine schöpferische Pause seit 1998 wahrscheinlich und kommen ganz groß wieder irgendwann, wenn wir nicht damit rechnen. Bestimmt. Das Einzige, was wir dazu eigentlich noch sonst sagen können, ist, dass die exklusiver Hersteller waren für viele EA Sports Titel eigentlich. Also auch diese ganzen Lizenzgeschichten. Also haben NHL-Titel gemacht, haben NFL-Titel gemacht für EA. Also da waren die ja so der Haus- und Hofprogrammierer, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Genau, ja, Kevin, die NHL, das ist jetzt dein Fachgebiet wieder und da darfst du direkt auch erklären, was die NHLPA ist. Genau, die NHL ist die National Hockey League, ist die größte und beste Eishockey-Liga der Welt, ist die Profiliga in den USA mit zurzeit 31 Mannschaften, davon etwas anders als im Basketball, sogar 7 aus Kanada. Sehr gut. Und 24 aus den USA. Ja. Wer ist im Moment der Titelträger? Titelträger aktuell sind die Washington Capitals mit dem deutschen Torhüter Philipp Grubauer, der hatte. Okay. Ja. Jetzt aber gewechselt zu Colorado. Okay. Da können wir gleich den Bogen schlagen zur NHL 96, weil das ist von der Saison 95-96 und da wurde Meister die Colorado Avalanche. Okay. Mit dem deutschen Nationalverteidiger Uwe Krupp, der das ein Schandetor gemacht hat. Also wir haben die deutsche Karte auch eingesetzt, also alles läuft. Er ist ein wandelndes Sportlexikon, oder? Also unglaublich. Genau. Ja. Und die NHL-Rekordmeister sind die Montreal Canadiens. Das hätte ich sogar auch noch gewusst, ja. Mit, wie viele Titel waren es? 24, glaube ich. Das weiß ich. 22 Titel, letzter aber auch 1992, 93. Okay. Und dann kommen erst kommen die Toronto Maple Leafs mit 11, glaube ich. Letzter Titel von 1966, 67. Oh. Also Toronto ist sehnsüchtig, warten sie auf ihren Titel. Die sind langsam immer wieder mit dabei, aber trotzdem schaffen sie es. Genauso ganz Kanada wartet seit dem Titel von Montreal 92-93 auf den Titel. Das Mutterland des Eishockeys kann kein Stanley Cup gewinnen. Das ist für die natürlich das Schlimmste, was passieren kann im Moment eigentlich. Ja. Aus persönlichem Interesse, wie sind die Winnipeg Jets? Winnipeg Jets sind, nachdem sie jetzt, die gab es ja schon mal bis zum Jahr 1990, dann sind sie umgezogen nach Arizona und sind jetzt wieder zurückgekommen 2010. Werden immer stärker im Moment, ist eine richtig immer mit einem Titelfavorit, mit einer sehr starken Mannschaft, also definitiv ein Kandidat, der auch mal für die Kanadier endlich mal den Cup heimholen kann. Wunderbar, nur aus persönlichem Interesse, weil wir Freunde aus Winnipeg haben, die natürlich auch große Eishockey-Fans sind. Jets, coole Mannschaft auf jeden Fall. Und jetzt kurz mal, bevor du noch zur NHL weiter was erzählst, den Bogen zum Wrestling zu schlagen, Bret Hart hatte auch eine eigene Eishockey-Liga. Der hatte die Calgary Hitmen. Calgary Hitmen hießen die, genau. Die gibt es auch immer noch. Die Calgary Hitmen ist eine Eishockey-Mannschaft in der Nachwuchsliga in Kanada, in eine der Nachwuchsligen in Kanada und da auch immer relativ erfolgreich. Und die haben auch vorne als Logo den Hitman mit drauf gehabt. Ich krieg's immer ganz zusammen, wie es war. Aber also auf jeden Fall Vereinsfarben wahrscheinlich schwarz-pink auch. Ja, genau, haben sie auch. Und die spielten, glaube ich, in der Western, also in der WHL, in der Western Hockey League, sind die immer noch zu Hause und gibt es immer noch. Richtig, ja. Sehr cool. Ja, die NHLPA hat man gesagt, ist die National Hockey League Player Association. Okay. Association, schweres Wort. Mhm. Also die Spielervereinigung der NHL. Okay. Die machen was? Oder die gucken dafür, dass es die Rechte der Spieler durchgesetzt werden. Die gucken nach Tarifverträgen, die immer wieder auslaufen, dass die verhandelt werden.
um da ein bisschen der Gegenpart zu NHL zu haben, um das ein bisschen einigermaßen fair zu machen. Also so ein bisschen was wie ein Überwachungsorgan, wenn man so will. Genau, okay. Es sind immer wieder Ex-Spieler mit drin im Vorstand, im Vorsitz, die auch natürlich dann Ahnung haben von dem, was sie da machen, worauf man achten muss, von daher immer ganz interessant. Ja, okay. Sonst noch irgendwelche Infos zur NHL? Ganz viele, was willst du? Wir sind in der Saison 95-96, habe ich gesagt. Meister wurden die Colorado Avalanche, lustigerweise in der ersten Saison, nachdem sie aus Quebec, aus Kanada, umgezogen sind nach Colorado, wurden sie direkt Meister. Also nochmal schön das Messer rein bei die kanadische, in die kanadische Fanseele. Also das ist natürlich schon hart, weil es ist so, also in den USA werden manchmal Franchises verkauft. Das heißt, die Mannschaft ist an dem Ort einfach, wo sie ist, nicht mehr rentabel. Mhm. Dann sagt er, okay, es gibt einen Ort, die einfach, wo es rentabel ist. Da bietet mir jemand Geld für meine Franchise, also für meinen Verein. Und dadurch ziehen die dann quasi an den Ort. Der ganze Laden wird verkauft. Der ganze Laden wird verkauft. Das ist ja auch hart. Ja, ist so. Das ist ja wirklich hart. Und es ist halt echt auch so, dass dann der ganze Verein mit ganzen Spielern auch an die andere Adresse zieht. Wenn die Verträge haben, spielen die auch weiterhin da. Und so war es bei den Quebec Nordiques auch ähnlich. Ja. Die Mannschaft war nicht groß verändert. Klar, hast du immer ein paar Wechsel drin gehabt. Aber die Mannschaft, die vorher in Quebec gespielt hat, in Kanada, ist dann in den USA in Colorado Meister geworden. Das ist halt dieses amerikanische System. Das ist alles ein bisschen anders da als in Deutschland. Ja. Du hast... kein Abstieg haben wir in Deutschland im Moment auch nicht im Eishockey, aber ist normalerweise. Du hast eine geschlossene Liga mit 31 Mannschaften, wie wir es im Moment gesagt haben. Bei der Gründung 1917 waren es, ich glaube, 10, 11, nagel mich nicht fest. In der Saison, wo wir jetzt sind, 95, 96, waren es 26 Teams. Okay. Haben sich halt immer wieder neue Teams quasi hinzugekommen. Wie es jetzt auch letztes Jahr war, ist Las Vegas noch hinzugekommen als 31. Franchise. Und es wird, im Moment ist in Planung, dass sie noch ein 32. Team hinzunehmen mit Seattle. Okay. Also auch wieder nichts Kanadisches, aber sehr knapp. Wollte ich gerade sagen, ist ja ganz knapp an Vancouver. Und genau. Und deswegen sind wir im Moment bei 31 Mannschaften. Ist halt alles ein bisschen anders als in Deutschland. Es gibt jährlich... Und wird auch immer größer. Wird immer größer. Wie so viel ist eigentlich, kann man richtig sagen. Ne? Genau. Hat man bei der FIFA ja auch, die sich da immer weiter aufbläht, sagen wir jetzt mal. Die Frage ist, ob es irgendwann nicht vielleicht zu viel ist, aber im Moment, gerade Los Angeles hat wunderbar funktioniert, sind im ersten Jahr bis ins Finale gekommen von Stanley Cup, also besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ja, auf jeden Fall. Als Mannschaft, die du komplett neu zusammenstellst, gab es so bisher in dem Ausmaß eigentlich noch nie. Ja. Das war halt komplette Erfolgsgeschichte, aber das funktioniert auch nicht immer. Ja, wenn wir ganz kurz zum Eishockeysport generell noch was sagen. Die Wurzeln reichen so zurück bis ins 16. Jahrhundert sogar, wo so die ersten, ähnlichen Sportmethoden wie im Eishockey gemacht wurden. Das war so aus der Ecke Friesland-Holland, also bei uns hier im Prinzip, kann man sagen. Andere Quellen sagen sogar, dass es so bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht in Dänemark. Also natürlich auch wieder Skandinavien da oben, ne, kalte Länder. Das ist natürlich schon einige Zeit. Dass es so weit zurückgeht, hätte ich auch echt nicht gedacht. Ja, und ansonsten, Entschuldigung. Du darfst. Ansonsten beansprucht natürlich aber Kanada den Ruf des Landes, die Sportart erfunden haben. Kanada zumindest ist das Mutterland des Eishockeys. Genau, so heißt also Nationalsport natürlich. Genau. Und im Prinzip zumindest die Form des Eishockeys, wie wir sie heute kennen. Genau. Also davon, und das ist schon seit 1890, glaube ich, oder 70. Weiß ich gerade nicht mehr. Ende der auf jeden Fall. Also ob es jetzt paar 70er, paar 90er war, bin ich auch nicht ganz sicher, aber in dem Bereich liegt es auf jeden Fall genau. Es gibt ja in den Skandinavischen gibt es ja auch eine andere Art von Eishockey. Es gibt ja auch dieses Bandy. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich eher mehr dem Hockey angelehnt. Das heißt, du hast keine 5 Spieler, sondern du hast wie im Fußball oder im Hockey, du hast 11 Spieler, aber auf einer Eisfläche. Okay. Aber auch eher mit einem Ball oder sowas, glaube ich, in der Richtung so ähnlich. Wahrscheinlich ist da ein bisschen die Übermittlung, dass die zuerst Bandy hatten, aber es war Eishockey erst in Kanada war. Das aber kann natürlich sein. Das sind Mutmaßungen jetzt einfach. Ja. Ja. Gut, ansonsten das Spiel hier, NHL 96, ist der fünfte Teil der großen NHL-Reihe von EA. Da müssen wir direkt auch wieder sagen, die ist auch bis heute nach wie vor. Ja, also die gibt es auch bis heute. NHL 19 natürlich.
weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist. Noch nicht so lange her, glaube ich, oder? September, Oktober auf jeden Fall genau, die Richtung. Ist gerade eben erst erschienen. Weil die Saison ja auch immer im Oktober in den USA beginnt, deswegen bringen sie es halt immer da in dem Zeitpunkt raus. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, das ist natürlich auch NHL 96, das heißt, wir reden hier von der Saison, die eigentlich 95 ist, mit dem Kader, der 95 genau, mit gewesen dem, ist. Genau, mit dem, also die spielen ja quasi von Oktober bis Stanley Cup-Finale ist im Juli, das heißt quasi, wir haben 95, 96, das heißt, es endet im 96, aber das Spiel ist eigentlich aus 95. Genau, mit den Leuten entsprechend, die da in den Teams auch gewesen sind. Der erste Teil hiervon war NHL Hockey, beziehungsweise in Europa hieß er, glaube ich, EA Hockey, weil sie die NHL-Lizenz damals nur für Amerika hatten, noch nicht weltweit. Richtig, ja. Und der kam 1991, war dann der Start da. Ne? Und da exklusiv sogar auch auf dem Mega Drive. Okay. Muss man sagen, genau wie FIFA International Soccer. Also der erste Teil der NHL-Serie ist nur fürs Mega Drive rausgekommen damals. Also, ja, das ist ordentlich. Genau, und der Teil hier, den gab es für Windows auch, also zumindest für DOS gab es den. Und für den Game Boy gab es den tatsächlich auch. Und fürs Super Nintendo gab es NHL 96 auch noch. So, was hier das Besondere auch ist, ich kenne ja nicht wirklich viele Hockeyspiele oder Eishockeyspiele. Was mich hier aber schon begeistert hat, man kann sowohl diesen schnellen Modus, also wirklich einfach ein schnelles Spiel mit einem Kumpel oder irgendwas machen, oder man kann eine Season starten und das ist mal eine richtig umfangreiche Nummer, weil man hier quasi einen richtigen Manager-Posten. Ja, du hast 2-in-1. Du hast ein Manager-Spiel dabei und du hast quasi das, wo du Eishockey spielen kannst. Eigentliche Action-Spiel, sagen wir mal. Das ist ja das, was mich immer schon wieder fasziniert hat an diesem Spiel, weil du einfach beides hast, weil du einfach so viel machen kannst in diesem Modus und so viel einstellen kannst. Aber und so umfangreich ist. Also man kann hier einzelne Spieler tatsächlich wirklich traden, also tauschen, verkaufen. Du kannst sie auch einfach rausschmeißen. Du kannst gucken, sind auf dem Markt freie Spieler, die du einfach in die Mannschaft integrierst. Kannst natürlich, wie wir das bei FIFA International Soccer auch hatten, dann entsprechend deine Taktik-Sachen irgendwo auch ändern. Ne? Kannst einzelne Leute dann austauschen auch. Also richtig, richtig umfangreich. Sehr umfangreich. Und da kann man sehr viel Zeit mit verbringen mit diesem Spiel. Kann man nicht nur Tage damit verbringen, auf jeden Fall. Ja. Deswegen kommt ja auch nur eins im Jahr raus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dass man ja mindestens aber es macht einfach immer wieder Laune, gerade dieser umfangreiche Modus ist einfach das, was wir werden mal reinschnuppern auf jeden Fall. Also ganz zeigen können wir natürlich nicht. Das würde den Rahmen sprengen. Das würde euch zu sehr langweilen. Der Kevin wird sein Bestes geben, euch den Manager-Modus beizubringen. Wir kriegen das hin. Ja, der kennt ja die meisten NHL-Spiele. Von daher ist das, der wird euch da schon gut durchführen gleich. Genau. Ja, dann werfen wir einen kurzen Blick auf die Cover-Version. Auch dieses Spiel ist wieder nicht in Japan erschienen, sondern nur in Europa und USA. Und da sehen wir auch, das Layout ist eigentlich relativ gleich von den beiden Spielen. Hier in der amerikanischen Version haben wir sogar noch The Best Sports Simulation Ever vom Game Players Magazine. Das ist ja gut, das ist natürlich Stand 1996 oder 95. Ja, klar, das stimmt. Ist fraglich, ob das... Aber wir haben ja mal kurz reingespielt, das macht halt echt schon Laune. Das macht schon Spaß auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, ich glaube bei NHL war es ja auch so, dass dann teilweise die Spielansicht verändert wurde. Es gab, glaube ich, dann auch später so eine isometrische oder zumindest links-rechts. Es gab einen NHL-Teil, der da irgendwann nach links-rechts ging. Du hast oft einfach diese Grafik da drin, wie wir sie jetzt haben, so dieses von oben auf die Eisfläche drauf, weil es einfach am besten ist, vom Winkel her, wie du drauf gucken kannst. Ja. Und weil sonst wird es gerade vom Tor irgendwann sehr unübersichtlich, wenn du von der Seite drauf gehst. Weil das Tor im Eishockey natürlich auch deutlich kleiner ist als beim Fußball zum Beispiel. Richtig. Beim Fußball kriegt man das eher mit einer schrägen Perspektive vielleicht nochmal irgendwie ausgeglichen, seinen Blick. Das stimmt, aber ansonsten nicht. Ja, Kevin, wen sehen wir denn hier auf dem Cover überhaupt? Ja, die zwei Herrschaften. Wir sehen einmal im weißen Trikot mit der roten Schrift haben wir Scott Stevens von den New Jersey Devils. Deswegen sehen wir auch vorne noch das N. Wir sehen seine Rückennummer oder auch auf dem Arm die Nummer 4 und das C auf seiner Brust für Kapitän des Teams. Also nicht wie im Fußball mit einer Binde, sondern die haben immer ihr C vorne drauf. Und in Rot sehen wir den Kapitän der Detroit Red Wings mit der Nummer 19, Steve Yzerman. Sehr schön. Sehr gut. Ich hätte jetzt alles erzählen können, aber es stimmt wirklich. Nein, das stimmt nicht. Diese beiden Namen habe ich auch recherchiert. Okay, und du hast sie richtig gesagt. Sehr gut, hast ja Glück gehabt. Auf jeden Fall. Genau, ja, ungewöhnlich, wir haben keine super bunte Verpackung, wie wir das bei so vielen EA-Sports-Spielen eigentlich öfters schon gesehen haben. Genau, aber also auf jeden Fall hier auch wird auch, glaube ich, mit geworben, dass hier wirklich auch sehr viele Animations... 60% mehr Animationen bei Spielfiguren und Torhütern. Also wie wir das bei FIFA International auch schon
hatten, International Soccer, dass da unheimlich viel Wert drauf gelegt wurde, einfach, ne, dass die ja, viele Animationsphasen einfach kriegen, die ganzen Spieler, ne, um das Ganze möglichst realistisch halt auch ausschauen zu lassen. Genau, ansonsten, ja, relativ standardmäßige Verpackung. Wird auch hier, das hätte man, in dem Fall hätte ich sogar fast besser gefunden, wenn man es ein bisschen farblich gemacht hätte, weil das hier dann doch mit den Aufzählpunkten irgendwie alles so ein bisschen gleich aussieht. Bisschen, ja. Ne? Genau, ja. So, dann schauen wir mal hier rein. Dann haben wir hier unser NHL-Modul natürlich wieder mit der typischen EA-Banderole, sage ich jetzt mal, mit der gelben. Und dann hier ein daumendickes Handbuch. Lieber. Auf jeden Fall. Also sind natürlich mehrere. Bitte vorher auswendig lernen, genau, bevor ihr spielt. Es sind natürlich mehrere Sprachen drin. Wir werden hier mal zu Deutsch direkt nach vorne gehen. Ja. Ja. Nicht mal Spanisch oder so? Nee, lieber nicht. Wobei, meistens ist es ja günstiger, man wird die original englische Anleitung nehmen, aber da wir hier einen deutschen Kanal machen, nehmen wir jetzt einfach mal die deutsche Anleitung. Das ist besser, glaube ich, ja. Genau. Ja, gut, wir haben hier Epilepsiewarnung, braucht kein Mensch wieder. Ja. Dann hier über die, wie sehr, ein sehr umfangreiches Inhaltsverzeichnis, was überhaupt in der Anleitung zu sehen ist. Genau, ansonsten hier natürlich über die Spielmodi, das zeigen wir euch dann gleich im Spiel. Es gibt hier nämlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auch zum Beispiel zweimal A antippen zum Antäuschen des Schlages. Also auch das hast du mir gerade gesagt, gibt es heute auch noch. Das, also das selbst Schuss damals ist schon. Ihr Schlag klingt so nach Wrestling. Ja, genau, ja, okay. Aber er hast recht. Ja, ich bin so im Wrestling immer noch. Genau. So. Oder du bist schon, wenn der Kampf kommt beim Schlagen. Oder so. Genau. 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 Ja, dann hier auch sehr umfangreich über die verschiedenen Einstellmöglichkeiten des Menüs. Ja, wobei auch hier, also ich meine, die Anleitung ist schon saudick, ne? Aber auch hier ist natürlich ein bisschen unübersichtlich. Wobei immerhin ist es mit fettgedruckten Überschriften. Das ist schon ein bisschen umsichtiger gestaltet als einige andere Anleitungen, die wir uns hier schon angeguckt haben. Auf jeden Fall, ja. Gut, dann hier über die Spielauswahl. Control Setup, das ist alles sehr ähnlich wie bei International Soccer. Das zieht sich, glaube ich, aber heute alle. Ja, durch alle. Genau, man kann entsprechend die Spieler, selbst wenn man jetzt gesagt hat, ach komm, ich wollte eigentlich eine falsche Mannschaft genommen, ja, dann stellst du es hier einfach halt um, dass der andere die Mannschaft dann spielt. Ne? Genau. Das ist schon gar nicht so schlecht. Genau, und dann hier über Menü, da gibt es auch sehr vieles. Das ist auch ganz nett hier, Instant Replay, Sofortwiederholung, wo man entsprechend sich dann einen Torschuss oder sowas nochmal angucken kann. Mhm. Sehr nett gemacht. Oder einen schönen Check. Oder einen schönen Check, genau. Ja. Oder den Boxkampf dann nochmal. Genau. Genau, ja, und dann auch hier jede Menge Erklärungen natürlich über die Menüanzeigen. Mhm. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Bilder hier sind schon wieder sehr klein gedruckt in der Anleitung. Die schwarze Schrift auf schwarzem Grund, kann man fast sagen. Gell? Das ist schon ein bisschen schwierig. Das ist nicht ganz so einfach, das stimmt, ja. Genau, dann hier über die Grundlagen des Spiels. Also auch hier wird der, ja, ich sage jetzt mal, nicht so kundige Eishockey-Fan oder der Spieler, der jetzt nicht so im Eishockey drin ist, der wird hier an die Hand genommen und kriegt dann hier erstmal so die ganzen Grundsachen erklärt. Ne? Also auch hier Regelwerk und alles Mögliche. Dann hier über die Spielmodi, Playoff, Season, Liga-Optionen. Also da kann man sich auf jeden Fall einen Abend erstmal mit dem Handbuch beschäftigen. Schon, ja. Und ja, es gibt sogar die Möglichkeit, selbst Spieler zu erstellen hier. Ne? Also auch das gar nicht so. Glaube ich zumindest für die Zeit gar nicht so gewöhnlich, ja, das dass das zu der Zeit schon möglich war. Ne? Genau, das, was ich vorhin meinte. Hier, Freispieler kann man anheuern, Spieler einfach entlassen, wenn er scheiße spielt. Liegt ja auch oft an dem, der steuert, aber trotzdem genau, kann ihn nicht einfach rausschmeißen, wenn der scheiße ist. Genau, ja, was auch ganz witzig ist, dass hier auch eine Batterie natürlich im Modul drin ist. Das heißt also, den Season-Modus, den kann man speichern, beziehungsweise er speichert automatisch, wenn man die Season nach dem Spiel einfach aufhört. Ne? Ja. Wenn man eine neue Season macht, wird der entsprechend wieder überschrieben, aber ansonsten gibt es quasi ein Autosave, wenn man so will, nach jedem Match. Das ist gut, weil ich gerade bei wie viele Teams gibt es? Es gibt, was haben wir gesagt, 26 zu dem Zeitpunkt? Viele auf jeden Fall, ja. 82 Spiele in der Regular Season, 82, in der Vorrunde. Genau, das war nämlich 82 oder 84, ich war mir gerade nicht mehr sicher. 82 Spiele. Wenn man die alle spielen will, das schafft man definitiv nicht am Stück. An zwei, drei Tagen, vielleicht nicht. Ja, genau. Das stimmt. Ja, dann auch hier noch erweiterte Spielregeln. Schön hier das Spielfeld nochmal richtig schön aufgeteilt. Das wusste ich, es gibt eine Abseitsregel im Eishockey. Gibt es aber in dem Sinn nur, das heißt, du darfst das Angreifen der Spieler nicht vor dem Puck in der Angriffszone sein. Mhm, okay. Das ist nicht so wie beim Fußball, dass da quasi noch einer dazwischen sein muss, sondern du musst quasi du darfst nicht vor dem Spieler in der Angriffszone sein. Das ist quasi die Abseitsregel. Okay. Ja, dann hier jede Menge Strafen.
die es zu verteilen gibt hier vom Schiedsrichter. Und hier entsprechend dann ein bisschen was über die Leute, die das Spiel produziert haben. Ja. Und dann sind wir auch schon. Ja. Aber schön umfangreich gemacht. Ja, also echt für jemanden, der da nicht groß mit Eisen. Ich liebe sowas ja wirklich auch. Einfach abends vorm Schlafen gehen, einfach mal so ein Handbuch vom Spiel einfach mit ins Bett nehmen und vorm Schlafen gehen einfach nochmal so 10 Minuten oder sowas. Einfach mal ein bisschen rumblättern. Nur ab und zu findet man trotzdem immer wieder irgendwelche Sachen, weil ach guck mal, geht ja doch in dem Spiel. Oder habe ich noch nie ausprobiert. Richtig, genau. Das, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz nett auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, dann zum Preis, muss man sagen, lächerlich heutzutage. Ich habe dieses Spiel für sage und schreibe 3 Euro gekauft. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Die anderen Spiele, die späteren, sind ein bisschen teurer. Also die NHL 97 und sowas, 98 glaube ich, auch das geht schon so in die 20, 30 Euro Richtung, wenn ich das jetzt mal so richtig gesehen habe. Aber so die ersten, auch der allererste Teil zum Beispiel, den gibt es glaube ich auch für 8, 9 Euro oder sowas. Also auch nicht viel Geld. Ja? Ähnlich wie wir das ja bei FIFA International Soccer auch schon hatten. Diese ganzen EA Sports Titel kriegt man meist für ganz kleines Geld. Okay, dann würde ich sagen, aufs Eis. Oh, und ja. Wir legen los mit NHL 96. Genau. EA Sports. It's in the game. Ah, wunderbar. Nicht geprobt. Spontane Sachen sind doch die besten. So, hier haben wir so Highscore Productions and Mark Lesser. Ja, der steht sogar hier auf der Verpackung von drauf. Der muss wichtig gewesen sein. Der muss wichtig gewesen sein. Ich muss wirklich gestehen, ich habe jetzt gar nicht recherchiert, wer das war. Ich auch nicht. Anscheinend der federführende Mensch hier. Und hier sehen wir Music and Sound by David Whittaker. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr bekannter Komponist, der hauptsächlich in der C64 und Amiga-Ecke unterwegs gewesen ist als Komponist, da aber wirklich unheimlich viel gemacht hat. Also das ist ein ganz, ganz bekannter Name hier auf jeden Fall. Werden wir mal reinhören, wie die Sounds und die Musik sind. Ich bin mal gespannt. Spiel. Wir haben ja einen Vergleich im Gegensatz zur letzten Sendung. Genau, auf jeden Fall. Zu Slapshot. Ich glaube nicht, dass er da auch der Komponist war. Nein, definitiv nicht. Das kann ich auf jeden Fall verneinen. Ich glaube auch nicht. Ja, aber ganz schön, hier, dass das written by Jean-Paul de Costa. Da sind anscheinend auch ein paar Songs irgendwie damit dabei. Gucken wir mal. Ja. Ganz nett auf jeden Fall, dass wir hier vorne die Credits irgendwie mal angezeigt kriegen. Und jetzt sind wir hier bei NHL 96. Und netterweise haben wir die gleichen Spieler wie auf dem Cover. Genau, wollte ich gerade sagen, schön digitalisierte Fotos hier drin. Da merkt man schon, 1995, da wird schon ein bisschen mehr aus dem Mega Drive auch rausgeholt. Ja. So, ne? Wenn wir da noch an Super WrestleMania denken auf Mega Drive, das Bild von Hulk Hogan. Das sah jetzt im Vergleich zur Super Nintendo-Version ziemlich popelig aus. Schon mau, ja, das stimmt. Ja, das ist richtig, ja. Hast du schon irgendwas gedrückt eben? Ich habe nichts gedrückt. Wir kamen automatisch in dieses Menü. Automatisch, bist du dir sicher? Ein Wahnsinn. Ja, ich habe meine Finger ausnahmsweise mal weggelassen. Wir waren wirklich als erstes in diesem Menü. Ist schön gemacht, oben der Puck, der sich dreht. Ja. Ach, du siehst ihn auch, dass er sich dreht. Das beruhigt mich wieder. Wieso hast du gedacht, weil es jetzt so spät ist, dreht sich alles schon? Oder mir dreht sich schon alles, ich bin so aufgeregt. Ach, brauchst du doch gar nicht sagen. Okay. Du bist doch hier voll in deinem Metier. Ja, deswegen bin ich so aufgeregt. Mit Eishockey und NHL. Ach so, weil du nachher das Tournament wieder spielen musst. Gut, gehen wir mal durch. Play-Modus hätten wir eine Regular Game, New Playoffs. Die Endrunde quasi immer. Genau. New Playoffs, Best of Seven. Weißt du, was Best of Seven ist? Du darfst es mir gerne noch mal erklären. Ich versuche gerade mich daran zu erinnern, was ich gestern in der Anleitung gelesen habe. Best of Seven heißt ja quasi immer das Beste oder der Sieger aus 7 Spielen. Das heißt, wer als erstes 4 Spiele, also deswegen 7, maximal 7 Spiele, wer als erstes 4 Spiele gewonnen hat, ist quasi die Runde weiter. Okay. Gab es auch teilweise, in Deutschland wurde es teilweise mit Best of 5 oder mit Best of 3 dann praktiziert, also quasi wer als erstes 3 oder 2 Spiele gewonnen hat, in den USA immer Best of 7. Okay. Wobei das am fairsten ist, man sagt immer, wer sich in der Best of 7 Serie durchsetzt, der hat es auch verdient, weil er hat 4 Mal gegen das andere Team gewonnen. So eine Best of 3 ist da immer so ein bisschen, kann Tagesform sein. Okay.
Gut, dann hätten wir hier noch New Season. Mhm. Das probieren wir vielleicht nachher dann mal aus, weil wie gesagt, da gibt es halt richtig schön krass viele Einstellmöglichkeiten. Ne? Shootout, was machen wir da? Ich hätte gesagt, Penalty-Schießen. Also was du wie gesagt, Elfmeterschießen beim, ach so, okay. beim Fußball hast können du da wir, quasi ist Penalty-Schießen. Das können wir ja schnell nochmal nachgucken. Mhm. Kannst du auch steuern? Dann kannst du mal gucken, ob du. Ja, ja. Dann darfst du vielleicht nochmal weiter erzählen. Ich guck mal, was Shootout war. Claymore Transactions finde ich interessant, weil Transactions sind ja eigentlich die Trades oder die Tauschvorgänge, die du quasi vornimmst. Ja. Dass da ein extra Spielmodus dafür gibt, finde ich jetzt auch interessant. Müsstest du vielleicht auch nochmal nachgucken. Vielleicht ist das der reine Manager-Mode, wo du nur noch. Das kann natürlich auch sein, dass du gar nicht mehr spielst, ja. Wobei ich eigentlich so die Mischung aus beiden immer relativ interessant finde. Ja. Und dann sind wir schon wieder durch, dann sind wir wieder beim Regular Game. Was? Ich habe es noch gar nicht gefunden hier. Gucken wir nochmal durch. Wir haben den Shootout. Lustigerweise kannst du. Hier steht's. Shootout. Trainieren Sie Ihre Strafschusstechnik in einem Shootout-Turnier über 5 Runden zwischen 2 beliebigen Teams. Okay. Aber das kann man ja nachher vielleicht auch mal zeigen. Das ist ja ganz interessant. Gerne. Was bei Transactions. Transactions. Schlüpfen Sie in die Rolle eines Vereinsbosses, machen, verkaufen und entlassen Sie Spieler und feuern Sie andere freie Spieler an. Das ist wirklich. Dann machst du wirklich nur ein Manager-Spiel. Ja. Finde ich immer ganz cool. Aber krass, wie tief das Spiel hier schon eigentlich ist. Für das Jahr 1995. Ja, ich finde von den Möglichkeiten hier was zu machen. Toll, cool. Also wirklich super. Gut, wir machen mal ein Regular Game, würde ich sagen. Rosters with Trades, Regular? Ich würde das Regular nehmen, weil with Trades kannst du es noch anpassen und das geht zu tief, glaube ich, jetzt einfach. Ja, das heißt, wir nehmen das Roster von 95, 96. Ja. Das ist doch fein. Genau. Period Length könnten wir jetzt hier einstellen zwischen 5 bis maximal 20 Minuten. Genau. Also man könnte auch, genau wie bei FIFA International Soccer, Echtzeit spielen. Wir können Echtzeit spielen. Auch wie bei FIFA International Soccer, sage ich da, ob man das will, sagen wir dahingestellt. Nein. So, unser Manuel ist wieder da. Richtig. Den setzen wir mal auf Auto. Ja, richtig. Auf jeden Fall. Weil wir haben ja gesehen bei Slapshot letztens, dass es besser ist, wenn der Torhüter vom... Ja, wobei bei Slapshot ist es halt wirklich... Ja. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil man halt bei der Action oft echt noch irgendwo am Puck ist und gar nicht auf dem Schirm hat, dass wenn man gerade die ganze Zeit runtergelaufen ist, dass der Torwart auf einmal ganz unten steht. Du kämpfst noch um den Puck, versuchst ihn irgendwie davon abzuhalten, dann kommt der Schuss und denkst du, ach ja, stimmt. Ja, da war auf jeden Fall, ja. User Records ist wahrscheinlich einfach ob die Statistiken erstellt werden. Das werden Statistiken für dich dann quasi geführt, genau. Richtig. Ja, kann man anmachen, kann man auslassen, ist eigentlich egal. So, jetzt Penalties. Also die Strafen. Strafen, quasi erstmal grundsätzlich Penalties, also Strafen an oder aus. Jetzt werden sie on und wir würden ohne Upside spielen. Ja. Jetzt werden sie on oder sie werden auf. Auf. Aus. Auf. On is on and off is off. On is off, off is off. Gut, was soll man machen? Fang dich erstmal wieder. Ich würde einfach on mit Upside. Ne, mach mal ohne Upside. Das ist relativ schnell. Können wir mal ohne Upside spielen. Line Changes, das war das, was du schon mal gemeint hast. Ne? Das bei Slapshot habe ich das gesagt, genau. Es gibt es noch keine. Ich würde sie auf Auto stellen, dann wechselt er die Reihen automatisch durch, weil die Spieler erschöpfen wahrscheinlich auch nach einer gewissen Zeit. Das wäre jetzt die nächste Frage, die ich hatte bei FIFA International Soccer. Hatten wir es ja tatsächlich so, dass wir einen Simulationsmodus machen konnten, wo dann wirklich die Spieler nach einer Zeit wohl schwächer werden. Ja. Oder man sagt, das ist Arcade-mäßig, die bleiben immer gleich. Ja, ich denke, dass die da auch einen Erschöpfungsmodus haben, dass sie dann einfach schwächer werden. Und deswegen stellen wir es aufs Auto, wenn sie die Möglichkeit haben, dann wechselt der automatisch hier rein durch. Und umso besser. Ja. Fighting lassen wir auf jeden Fall mal auf On. Auf jeden Fall. Damit wir was sehen. Auf jeden Fall. Skill-Level, Rookie, Pro oder All-Star? Ja, also All-Star würde ich jetzt noch nicht sagen. Ich würde sagen, wir nehmen ganz, ganz simpel Rookie. Wir würden einfach mal klein anfangen. Genau. Okay.